Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sunhaven. Der Werkzeuggürtel ist wieder da. Willkommen zurück, alter Freund. Ich habe dich vermisst. Ich habe da was gelesen, was wir mal ausprobieren müssten, nachdem wir hier in Sunhaven fertig sind. Und zwar, es kam die Theorie auf, dass die Bücher, die wir in den Minen holen können, vielleicht eine höhere Chance haben zu fallen, wenn wir... die Formulierung ist blöd. Moment. Also wir haben ja schon ein paar Bücher. Nehmen wir mal Nelvari als Beispiel. Wir haben ja schon 3 und 5. Es kam die Theorie auf, ob vielleicht 1, 2 und 4 eher fallen, wenn wir 3 und 5 schon dabei haben. Also dass die Bücher, die wir schon haben, nicht nochmal fallen, Komma, wenn wir sie dabei haben. Also, dass wir sie ja nicht nur in der Truhe haben müssen, sondern auch tatsächlich mit im Inventar haben müssen. Das heißt, wir gehen dann nachher einfach mal in der Vari gucken. Ihr seid fertig. Gut, gehen wir mit der groben Kelle hier durch. Gehen wir gleich einfach mal in der Vari gucken, ob denn da vielleicht Bücher fallen, die wir da noch nicht haben. Und die ganzen Blumen können wir zu Tränken verhackstücken. Dafür haben wir sie ja angebaut. So, wo seid ihr denn? Da seid ihr denn. Machen wir einfach alle. So, unser Sunit ist fertig. Da machen wir Schlüssel draus. Das kostet Kohle, das können wir machen. Und bitte Sunit-Schlüssel. Da haben wir 16. Ja, das sind immerhin 5 Schlüssel. Das wird wahrscheinlich nicht für alle Bücher reichen, aber es ist ein Anfang. Jo, der kann weg. Dann machen wir hier noch ein Same. Brief lesen wir später. Wir hüpfen nach Nelvari. 2 Schlüssel haben wir dabei. Und wenn wir Glück haben, ist Lucius noch wach. Ah, wobei, 8 Uhr ist durch. Wahrscheinlich ist er nicht mehr wach. Aber dann besuchen wir ihn halt im Bett. Ich habe mir das nicht ausgedacht, das ist so. Kann ich auch nichts für. So. Oh, er steht tatsächlich noch hier. Ja, dann nicht weglaufen. 8.30 Uhr geht er. Okay, ich habe meinen Lieblingswaschbären Le Flay genannt, nach dir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich davon geschmeichelt fühlen soll. Der Rede wert. Gibt zwar keine. Moment, gibt's Mana? Keine neuen Dialoge, aber immerhin kein Mana. Enttäuschend. Die sind alle noch oben. So, Iris hat auch was für uns. Sehr vorbildlich. Da gibt's Weintrauben und da gibt's Erdkristall und da gibt's Smoothies und da gibt's Bitterbier. Das ist das eine. Dann Vaughn ist da vorne. Vaughn ist fertig, aber er kriegt trotzdem sein Geschenk. Und Wesley haben wir auch schon. Er spielt, der ist hier drin. Natürlich wieder am Saufen, wie immer. Wo ist das Honigbier? Da ist das Honigbier. 3 Gemeinschaftsmünzen. Er ist dann auch voll. Okay, da fehlt dann quasi nur noch der Dialog. So, wo ging's zur Mine? Unten ging's zur Mine. Haben wir die Schlüssel dabei? Wir haben die Schlüssel dabei. 2 Stück, das wird reichen. Um es auszuprobieren, nicht um alle Bücher zu finden. Dafür wird es definitiv nicht reichen. Das wäre wohl des Zufalls zu viel. So, dann lass mich doch mal rein. Ich habe einen Schlüssel, denn ich bin eine Schlüsselperson aus Sunit. So, auf geht's. Ich bin gespannt, ob das aufgeht mit dieser Theorie.
halt schön, wenn das wenigstens so ein bisschen deterministisch ist und nicht komplett random was fällt. Ich greife gerne nach jedem Strohhalm an der Stelle. Sonst weiß ich nicht, wie wir das Museum jemals voll bekommen sollen. Sind das... Die Flatterviecher sind aber keine Gegner, oder? Die haben keinen Lebensbalken zumindest. Die auch nicht mehr. Das hat sich jetzt relativ schnell erledigt mit dem Lebensbalken. Der war relativ schnell weg. Ganzer Diamant. Sehe kein Buch. Man hätte doch einfach eine Bücherei hier hinstellen können. Das hätte gereicht. Den ganzen anderen... Wobei, ich wollte gerade sagen, den ganzen anderen Quatsch brauchen wir nicht mehr. Aber doch, wir brauchen auch noch Drachenschuppen für den einen Trank, den wir noch brauen müssen. Aber das ist alles nicht der richtige hier. Die glitzernde Drachenschuppe ist die falsche. War es die scharfe oder war es die harte? Ich glaube, es war die gelbe. Ich weiß nur nicht mehr, welche die gelbe war. Buch 2. Ja, schau mal einer, guck. Okay. Jetzt bin ich wieder motiviert. Uns fehlen nur noch 2 Nelvari-Bücher. Kann jetzt natürlich auch einfach absoluter Zufall gewesen sein. Will ich überhaupt nicht gegen argumentieren. Aber es wäre wirklich schön, wenn das einen Einfluss hätte, dass wir die dabei haben. Haben wir heute eigentlich ein Date? Nein, haben wir nicht. Ich war gerade verunsichert. Ich habe ja die letzte Folge beendet mit so alles wieder kaputt. Danke, June. Und waren wir jetzt gerade unsicher, ob wir irgendwas zu tun haben. Aber wir hatten, glaube ich, gerade erst 2 Dates an einem Tag. Und deswegen relativ unrealistisch, dass wir jetzt direkt das nächste haben. Shang haben wir, was Dates angeht, abgeschlossen. Glaube ich? Fragezeichen? Ich glaube, Shang... Wir hatten einmal das Richtung Elios und dann, als wir oben auf dem Dach gesessen hatten und irgendwie das Intermezzo bei ihm am Schiff ja auch noch, aber damit müsste er, was Dates angeht, abgeschlossen sein. Holzbodenfliese. Sowas gibt's hier in der Mine. Interessant. Shang abgeschlossen. Mit Kai hatten wir den einen Trip durch die Stadt. Das heißt, da fehlt auf jeden Fall noch einer. Und in Wither hatten wir nur mit Donovan ein Date. Da fehlt quasi noch alles. 10 Drachenschuppen. Wir brauchen die 10 Drachenschuppen. Danke für die Erinnerung. Die sind's. Und wir haben nur eine einzige davon bekommen. Von den Scharfen direkt 4. Ja, nee, ist klar. Und noch eine Scharfe. Aber ich brauche doch die 10. Wahrscheinlich einfach das falsche Biom hier unten für die Schafen. Also es wechselt ja wohl täglich durch. Zumindest oder wird jeden Tag neu ausgewürfelt oder irgendwie sowas. Ah, wir haben ja auch noch ein paar Schlüssel in Produktion. Das ist okay. Na, vielleicht noch ein zweites Buch. Zumindest ist Ebene relativ groß, also es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass noch eins kommt, aber langsam nähern wir uns auch dem Ende. Würde ich sagen, das hier dürfte so das letzte Stück sein. Ja, hier ins Ende. Hier geht's nicht mehr weiter. Wir haben immerhin ein Buch bekommen und das ist ein neues. Da möchte ich mich wirklich nicht beschweren. Ganz im Gegenteil, das finde ich sehr gut. Den zweiten Schlüssel, denke ich mal, machen wir nicht auch noch heute.
Das soll erstmal als Beispiel reichen. Und dann hüpfen wir erstmal zurück nach Sunhaven. Drehen da unsere Runde, kümmern uns vor allen Dingen um Kai, damit es bei ihm weitergeht. Wohl hatten wir gestern ein Gespräch mit Kai, ich bin mir unsicher. Müssen wir nochmal auf die Farm? Ja, wir sollten nochmal auf die Farm. Wir haben ja Bären genug und wir sollten mal schauen, ob die Viecher noch ausreichend Futter haben oder ob die mal nachgelegt, ob da mal nachgelegt werden müsste. Das kann hier bleiben. Wo ist das vierte? Da, ach da. Die Bücher können wir dann, glaube ich, hier lassen, weil wir sowieso... Ah, wir können aber auch von der... Wir können auch von Sunhaven aus in die Mine flattern. Wir nehmen sie mit. So, wie sieht's bei euch aus? Bisschen habt ihr noch, aber viel ist das nicht mehr. Ach, du Heilige. Gut, wir verkaufen erstmal Pilz. Oh, Holz ist gut. Holz und Pilze nehmen wir mal mit. Nehmen wir hier Same mit und dann stoppen wir erstmal ganz viel ins Verkaufsportal, nachdem wir erfolgreich an den Bäumen hängen geblieben sind. So, dann können die ganzen Pilze weg, die ganzen Beeren weg und ein Stack nehmen wir uns zurück für den Greif. Das kann weg und zurück nach Sunhaven. War leer. Oh, die Weintrauben hätten wir auch noch ablegen können. Ihr habt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so viel zu futtern, oder? Ja, das geht noch. Aber hier ist komplett voll. Nehmen wir erstmal das mit. Kommen wir nehmen den Schleim auch direkt mit. Nicht, dass wir es gerade großartig brauchen mit dem Schleim, aber dann ist er schon mal weg und irgendwie in einer verwertbaren Form. So, Wolle. Machen wir einmal komplett Stoff draus, würde ich sagen. Was kostet so eine Wolle? Stoff kostet 280, 264. Ja, das ist nicht so die krasse Wertsteigerung. Aber damit sparen wir ein bisschen Platz. So. Ah nee, Moment, das war jetzt... Das war Seide, das ist ja Quatsch. Konnte man nicht aus Wolle Seide machen? 13.700. Aber... Da können wir jetzt nicht direkt hier was draus machen. Wo war das denn? Oder war das überhaupt irgendwo? Oder... Ich weiß doch auch nicht. Ich meine, ich verkaufe die auch gerne, dann ist auch Platz... Nein, da nicht so sehr. Aber das Gedöns ist fertig. Die Truhen sind fertig. Und ein bisschen Holz ist fertig. Ja, komm, egal. Wir verkaufen die Wolle einfach. Das passt schon. So. Die Seide hauen wir aber wieder in die Truhe. Das hauen wir eben rein. Die Truhe hatten wir geplant für Honig. Die war für Honig. Und das können wir eigentlich... Warum haben wir noch Wolle in der Tasche? Das können wir eigentlich irgendwo hinstellen, wo wir nicht unbedingt so oft dran müssen. Glaube ich. Weil das hauptsächlich zum Ablegen ist. Dann räumen wir da... Bei Gelegenheit, das machen wir nicht jetzt. Jetzt nehmen wir erstmal hier unseren Krempel mit. Und hauen die Wolle noch weg. Gibt morgen wieder schön Geld. Hier gibt es natürlich noch Butter. Oh, lieber Flay, ich muss zugeben, dass du in meinem Hof Wellen schlägst. Pass auf, dass du mich nicht untergräbst, sonst sperre ich dich kurzerhand ein, wie du es, weil du es gewagt hast, dich mit dem Prinzen von Rivergate zu messen. Ich nehme jedoch an, dass du dir endlich ein Recht auf meine Anwesenheit und einen Platz unter meinen Untertanen und ich wage zu sagen, unter meinesgleichen verdient hast. Du hast dir meinen Respekt verdient und dafür biete ich dir ein einziges Geschenk an. Erwarte nicht, dass das noch einmal passiert. Darius schenkt uns eine Büste von sich selbst. Na, danke schön. Dein Achtersanheben-Brief, Freundschaftsbrief, kommt von Tonja.
Als kleines Mädchen habe ich immer Brieffreundschaften gemacht. Nun, meine Mutter hat mich dazu gezwungen. Ich wollte es nie wirklich, aber sie bestand darauf, um meine Handschrift zu verbessern, sagte sie. Ich glaube, meine Handschrift war anfangs ziemlich schrecklich. Mutter sagte mir, Schreibkunst sei wie Laufen. Man müsse dranbleiben, wenn man seine Kilometerzeit verbessern wolle oder so ähnlich. Meine Handschrift wurde natürlich besser. Nach all dem Üben musste das auch. Wer weiß, vielleicht hatte sie ja recht. Ha, das ist seltsam. Ich habe schon lange nicht mehr so viel an meine Mutter gedacht. Vielleicht sollte ich ihr auch einen Brief schreiben. Okay, das ist beschlossen. Tobi wird morgen früh mit seinen Schreibübungen beginnen. Er wird es hassen, aber seine Handschrift ist schrecklich. Meine Hand verkrampft sich. Ich sollte sie besser ausstrecken. Ich werde mich hier abmelden. Danke, Brieffreund. Vielleicht sehen wir uns ja, wenn ich diesen Brief abgebe. Das hat offenbar nicht so sehr funktioniert. Hey, Oliflay. Stimmt, es war ein bisschen verrückt, seit du nach Withergate gekommen bist. Aber du bist genau in... Aber du bist genau die Würze, die diese langweilige Stadt braucht. Danke also dafür, dass du dafür sorgst, dass sich dieser Ort wie ein Zuhause anfühlt, obwohl ich eigentlich nicht in der Nähe der Stadt sein dürfte wegen, Umständen. Nun, Leplay, du hast es geschafft. Du hast mich dazu gebracht, die menschliche Kultur wieder zu mögen. Oh Mann, gut, dass du süß bist, sonst hättest du ein paar echte Rückschläge bekommen. Donovan, schickt uns eine Ampel. Eine Ampel. Okay. Wir haben eine Ampel bekommen. Bernard, warte mal eben. Nimm dies. Kein Problem. Catherine, warte mal eben. Oh, Saft zum Frühstück um 8 Uhr abends. Und ein Snack für zwischendurch. Das geht natürlich immer. Das ist völlig unabhängig von der Zeit. Aber Karottensaft. So, die beiden wichtigen sind Kai, der ist am Strand. Das ist ja einfach. Und Cheng, der gerade angekommen ist. Cheng wird wahrscheinlich nichts weiter zu sagen haben jetzt gerade. Oh, doch. Liflay, da bist du ja. Ich habe etwas, das ich dir geben muss. Hier, nimm es. Ist das dein Schwert? Ich dachte, du hättest es zerbrochen. Das habe ich. Als ich diese zerbrochene Klinge geschenkt bekam, hieß es, sie sei verflucht. Dass es in dem Moment, in dem ich es zum Schneiden brauchen würde, versagen würde. Aber jetzt wird mir klar, es war kein Fluch, sondern ein Segen. Als du auf den Docks vor mir standest und dich weigertest, das ist ein schreckliches Wort, dich weigertest, mich gehen zu lassen, konnte ich mich nicht einmal dazu durchringen, meine Klinge gegen dich zu erheben. War es ein Fluch, der sich bewahrheitet hat? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es nie herausfinden. Ich gebe dir die zerstörte Klinge als Andenken. Es ist der Beweis für mein Versprechen an Sunhaven. Ich habe das Schwert in die Scheide gebunden. Es wird nie wieder gezogen werden. Sein Fluch und seine Bestimmung sind für immer besiegelt, gebrochen. Wir könnten es neu schmieden. Anduril, Flamme des Westens. Bist du sicher, dass du es mir geben willst? Wozu ist ein Schwert gut, das nicht schneiden kann? Bist du sicher, dass du es mir geben willst? Auf jeden Fall, nimm sie und lass mich frei von den Dämonen meiner Vergangenheit sein. Ich gebe sie jemandem, dem ich sie anvertrauen kann. Jetzt können wir uns auf unsere Zukunft konzentrieren. Er ist voll, ne? Wir brauchen ihm gar nichts geben. Von den Angriffstränken haben wir nicht so viele, deswegen bin ich da ein bisschen sparsam mit. Jo, der ist voll. Gut, aber Kai ist quasi auch voll. Wir können ihn aber, glaube ich, damit fragen, ne? Ich liebe die Bibliothek, obwohl ich in letzter Zeit befürchte, dass ich Amandas Geduld überstrapaziere. Ich glaube, wir können ihn fragen. Willst du Kai fragen? Ja, bitte. Ich fühle mich... Vielleicht sollten wir uns vorher besser kennenlernen. Okay, funktioniert noch nicht. Warte. Wir reden gleich mit ihm. Seetang. Und jetzt? Willst du... Ich würde... Fühlt sich immer noch geschmeichelt. Jetzt? Willst du Kai? Ich würde... Magst du mich wirklich auf diese Weise? Dann ist es abgemacht. Ich nehme deinen Antrag an. Das ist der Beginn eines schönen gemeinsamen Lebens mit allen hier auf der Insel quasi. Hurra! So, haben wir das auch. Also, wenn mal jemand sagt, nee, ich bin noch nicht so weit, einfach 2 Minuten später nochmal fragen. Das ändert alles.
Schlechte Tipps gibt's bei mir auch, sehr gut. Sunhaven hat wirklich reizende Bewohner. Es ist, als läge eine einladende Aura in der Luft. Besonders jetzt, wo ich mehr neue Leute kennenlerne. Hast du die Menschen in Sunhaven kennengelernt? Ich schon. Ich hatte den Eindruck, dass Sunhaven ein fairer Ort ist. Aber jetzt lerne ich, wie freundlich es wirklich ist. Als ich an eure Küste gespült wurde, war ich mir nicht sicher, wie ich am besten auf andere zugehen sollte. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich alles so richtig mache, obwohl die Leute mich anscheinend charmant genug finden. Hehe, fällt es dir schwer, mit anderen zu reden? Du scheinst ein natürlicher Schwätzer zu sein. Fällt es dir schwer, mit anderen zu reden? Bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass es einfach sein sollte. Aber nachdem die Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht sind, fällt es mir schwer, etwas zu sagen. Das fühle ich ein bisschen. Ich hatte Glück, dass es zumindest mit dir leicht ist zu reden. Vielleicht liegt es daran, dass du mich aus dem Sand geholt hast, aber ich habe das Gefühl, dass es einfacher ist, mit dir in Kontakt zu treten. Naja, Multiple Choice und so, ne? Was ist mit dem blöden Bibliothekar? Eigentlich Bibliothekarin, aber wir wollen mal nicht spitzfindig werden. Ah, du meinst Amanda. Ich hatte keine Probleme mit ihr. Sie war sogar sehr hilfsbereit. Sie sagte, es sei erfrischend, jemanden zu haben, der nicht plaudern, sondern nur lesen will. Wow, du bist großartig darin, Frieden zu schließen. Was? Das glaube ich nicht. Großartig im Frieden schließen? Das mag er. Frieden ist leicht zu erreichen, wenn man zufällig weiß, was die andere Seite will. Manche Leute mögen es, nicht belästigt zu werden. Amanda ist wie ein schlafender Tiger. Lass sie in Ruhe. Und du wirst nicht in Stücke gerissen. Worte der Weisheit offensichtlich. So, die beiden haben wir. Catherine haben wir. Dann können wir bei Lynn noch vorbei. Lohnt halt jetzt nicht wirklich noch irgendwas anderes Großes anzufangen. Ist ja schon gleich 9 Uhr. Aber wir haben trotzdem heute einen nicht unwesentlichen Erfolg gefeiert mit dem Buch. So, brauchst du etwas? Ja, du hast ein Fragezeichen. Du gibst mir Milch. Und du hast noch ein Fragezeichen. Du gibst mir Iris Tea. Und du hast noch ein Fragezeichen. Du gibst mir Eisenstangen. Und du gibst mir noch irgendwas. Kupfer wahrscheinlich. Und ich habe keinen Platz mehr. Hervorragend. Wir kommen gleich darauf zurück. Wir legen mal eben Dinge ab. Wir können einerseits ablegen das da. Andererseits... Wo sind die Angriffstränke? Warum ist das Zeug jetzt wieder reingeploppt? Ich verstehe es nicht. Das können wir ablegen. Wo sind die Angriffstränke? Ja, da sind die Angriffstränke. Und dann stellen wir mal gerade Darius Brüste auf. Und die Ampel quasi. Nein, ich stelle mir Darius nicht neben das Bett. Es ist schade, dass man das nicht drehen kann. Da passt so nicht hin. Dann kommt da unten an die Wand. Nur kannst gegen die Wand gucken, das ist auch besser für dich. Die Ampel kommt wahrscheinlich auch an die Wand. Oder kann man die hinstellen? Nein, das sieht nach Wand aus. Komm, die Fische kriegen Disco-Licht, das ist doch schön. So. Und wieder ein bisschen Zeit totgeschlagen. So, Warnert hatten wir. Komm, wir gehen hoch und dann links rüber. Wir kommen aber links nicht rein, weil das Viech da liegt. Das dürfen wir nicht vergessen. Da ist ein Granatapfel. Oh, es ist Sonntag. Können wir eben. Plus 4 Mana. Da ist die Woche ja schon wieder vorbei. So, dann trommeln wir Lucia nicht raus. Wir gehen einfach rein. Das geht natürlich auch. Oh, sie hat was für uns. Namentlich Trank des Mana. Und sie bekommt dafür ihre üblichen Feuerkristalle. Dann haben wir Liam. Klopfen. Was kann ich für dich tun? Du könntest einen Kaffee annehmen. So. Dann zu Kitty. Da können wir auch nur klopfen. Und bekommen Tempura. Und sie bekommt die
eine Rolle, die wir noch haben. So, dann können wir uns auch direkt zwei Dinge reinhauen, nämlich einerseits den Granatapfel, nicht das Kupfer, das könnte wehtun an den Zähnen. Einfach mal so in den Kupferbarren zu beißen und wo ist das Tempura? Da ist Fischtempus. Und wir hüpfen zurück auf die Farm. Wir gucken mal, ob bei dem Goldbaum was Vernünftiges dabei ist. Da wäre ja so ein goldener Granatapfel noch schön. Bevor der jetzt heute gespawnt wäre und morgen wieder was anderes da dran hängt, schauen wir doch mal sicherheitshalber nach. Nachdem wir ein bisschen Platz geschaffen haben. Soll ja auch grammatikalisch richtig hier sein, wenigstens so halbwegs. Manchmal kann man es nicht garantieren. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verschenken. Jo, und du kannst Verteidigung, Angriffsschaden, Schaden auf alle Angriffe, ist auch nicht übel. Machen wir hier mal eben same und weg. Honig wird offensichtlich morgen wieder fertig. Nein, das sind einfach nur goldene Äpfel. Die braucht doch keiner. Gut, dann prügeln wir hier noch ein paar Bäume zurecht, so für die letzte Stunde. Und dann soll es das auch gewesen sein. Morgen werden wir nach Withergate gehen und da die Leute weiter voranbringen. Das sind, glaube ich, auch wirklich noch unsere Problemfälle so. Also die sind am wenigsten weit fortgeschritten für unseren großen Plan. Da müssen wir noch dran arbeiten, aber es dauert ein bisschen. So. Oh, Erdkristalle kommen da jetzt auch raus. Stimmt, wir hatten dieses Ding da geskillt. Von wegen beim Foraging fallen manchmal seltene Gegenstände raus. Und das Ding müssen wir sowieso mal leveln. Wir sind gerade mal Level 66. Also gerade mal ist gut, das ist schon relativ hoch. Aber da geht noch was. So, weg damit. 54, ab ins Bett. Glücklicherweise heute mal mit Werkzeugleiste. Du schläfst die ganze Nacht durch. 4300 EP könnte hinkommen. Ja, doch, das kommt hin. 127.300 Gold, ganz normal, was man halt so an einem Tag verdient. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. 14 Mana-Kugeln und 2 Tickets.